na komba tata mwana pe moni mosan. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Na komba tata mwana pe moni mosan. Amen. Amen. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Nenge to uti koyoka na mabonde li pona to kuta manesika oyo na kata tata nzambe ezalite na posa na biso me ezali nzambe mutabate li biso na mokolo le 4 août 2019 mokolo yango to dimanche ya lelo etombe na ba evenement misato to ba fete misato to koloba. Bien sûr, tu as vu que ta union sur dimanche, tu as vu que tu as fait un zambé. Pour la pour Misaé, pour la pour Sanjolaé, pour la pour Lélala, Natina passe la mission. Pour maman et les gambos et Zalaga, pour la pour Yoga, ni tata zambé, pour le Yesu, pour tata mon limo centre, babo misi pour la mission, bala la bango. Na mokola lelo, tu as vu pour fêter, pour. Oye Zalaki et Tomaki na Mokola lundi le 29 juillet bongo na 1958 et Zalaki Mokolo Oyo tata moli mosantu na balaye koya na ye ya balami balé asobaki makila na ye pour la biso batu. Le lope tu zali ko fete journée ya le 4 août oye pesa biso ba jeune tout jeunesse qui bongiste Mokolo Oyo papa simuki mango la kisa. Na mwana na emi sato, tata mwini mwosantu. Batu oyo, to bana oyo, bako sala na ye elongo. Bako tonga lingomba na epe, bako panza sango na ye. Mukanda oyo ya psom, tuzwaki, toyebi ba psom ezali banzemu. Toyebi histoire ya psom, denge ezalaki, yelaki koko la biso David. Aba, asa la nzambe nini, et les canaques, tout le monde. Mukola lelo tozwi psaume ya kukumi sanzambe. Soki totali na mozilo ya psaume yango, ko David azali koyemba ete azali koremerse nzambe te pamba te asili kopesa lisusu bomoi na libulu ya kokufa azalaki nzambe asili kopesa ye bomoi ya sika. Lolenge moko na biso bokimangisi na mokola lelo touti koyoka ngo na banzembo toyoki yango mpe na mabonde li ngai na yo na mokola lelo tokumisa nzambe pamba te tozalaki na biso bato te de génération en génération bakoko na biso banyoka maki kaka bakoko na biso te bakoko mpe ya bandeko mosusu kino lelo mpe pasi kaka na mokili ezali kosila te me a chaque fois nzambe azali kobenga biso bakimangisi te. Na ba o bazali pene na biso toya tokumisa ye pamba te ye nzambe aliaka esengo
yangona mokola lelo toka ni sapasi ya papa silo kimbangu ya bambwala baumisata na papa jangenda nenga sopa kimakila na ye pama teza yaki na volonte na ye temezaki aloba kimalamu a accomplir mission tata na ye tata mulimu sante papa silo kimbangu apesa ki na ye malgré na bongo teza yaki pasi boye mais papa jangenda alobaki oye ligio nzamele kosala yangonde papa jangenda asopaki makila na ye yangonde na mukola lelo na 1958 apona balakisa ye apona biso bayo tokuta mina awa esika topesa ye maboko yango na mukola lelo tosengi na biso nyonso kibongiste tozala fiere pamba te tozalaki na biso bato te mais lelo nzambe akomisi biso bato tozala na esengo soki tokomi wana toleki na biso na bokanda ya mobeko mobeko toyebi histoire ndenge nini ezalaki po biso lelo na ngisi mongiste totangaka bokanda ya mibale ya Moïse ndenge nzambe alakaka Abraham ete lokola oboyi otosima mayo natindaki yo te ya kokabola bibwele nyonso en deux libota na yo to bakoko na yo bakitani na yo baokende na bohumbu me lokola ndenge tolobaka nzambe aza bolingo ndenge bakendaki bana ya israel bakendaki na mboka egypte na bohumbu nzambe amonaki ete abimisa bango na esika bazalaki na mboka bapaya me na kotala nzambe amonaki ete na mboka ya bapaya bakendaki bohumbu bazalaki mpe na makambo mabe oyo babanda kosala bayekolaki yambo bakota na mboka elaka ya nzambe nzambe amonaki ete apona moïse apesa bango mibeko mibeko nde ekopetola bango mpo ete bakota na ndako ya tata nzambe na salite te toyebe nini eyaki kosalama ti tokoma na Deuteronome ndenge totangaka kozongela mibeko na mokola lelo tokozwa tokoprécise na mobeko ya kolinga mozale na biso to ya kosalela mozale na biso to moto aza proche na biso mabe te kolo yesu ntango batunaki ye kolo mobeko nini na mibeko nyonso ozali na lokanda na yo to ozali na lokanda tata nzambe eleki makasi koleka to eza na importance ya koleka kolo yesu apesaki ye yano ete mobeko ya kolinga nzambe na yo mpe ya kosalela nzambe mosusu te mpe ya kolinga moto oyo aza pembeni na yo ndenge yo mpo milingaka yango nde nzambe azosenga toyebi ete na biso na lingomba tolongolaka mobeko moko te nyonso ndenge bapeseli biso eza mobeko me na kotala soki vraiment olingi nzambe na yo jamais okosala oyo nyonso nzambe na yo okopekisa soki olingi moto oyo aza proche na yo ndenge yo moko milingaka jamais okomona kosala ye mabe nyonso eza cercle tozotourne lokola nzambe alobi ete bolinga ngai nzambe na bino ndenge na ndenge moko nazala ngai moko na bolinga mozali na bino ndenge bino moko milingaka nyonso ekangami kaka na bolingo na mobeko mpo soki tolingi nzambe na biso tokotosa mibeko na ye toyeba nini tokotambola na kati na bomoi na biso tambusa bomoi na biso papa jangenda na kala abandoloba ntango azalaki na biso na bonzoto abandoloba je me aide dans les autres ihelpe mie vers andren helpe yango tozwi na mokola lelo na mobeko soki moto oyo aza proche na nga nakoede ye nakosunga ye nakomona te jamais nga moko nakozala na pasi po exemple ya kitoko balakisaka yango soki ngai moninga na ngai azwi probleme azwi likama ekweli ye soki nga napesi ya maboko na probleme oyo aza nango ye mpe
tokobota makana mokili ezalaka azarte nzambe de amikomela to amibongisela ndenge nini mutu na mutu akotambola akobota na famille boye akovanda na esika boye akotambola na bato boye akobala na mutu boye me kobotama na kati ya lingomba ya tata molimo centre ezali azarte na mokolo lelo ayebisi biso ete tobotama bala mibale tokabwana na mabe pamba te ye azali na posa na biso ye azali na posa ya milimo na biso me mama na biso bato oyo tovandi na mokili ezali kaka ke biso bato mokili tolingi tosalelaka mingi bonzoto tolingi nzoto koleka kolonzoto kolonzoto nde tata molimo centre oyo asalaka biso na lolenge na ye na mokolo lelo tosalaka mpona basala remise e reprise ya molimo kaka 251 na le 4 août toyebi nini esalamaki na papa diangenda kaka mpe na ndenge mama bibi mbeta azalaki na mokumba ya kobota mama Christine agenda mpe na libwa na ye tokoloba ya kala mpe tokoloba na sika kaka na mokanda ya Ezekiel 37:1-6 bazali koyebisa biso ete kokufa mpe kosekwa tolingaka biso bato mokili tolingaka abakondima eloko kino tokomona yango nde tokondima likama nzambe evandi na kati na biso po tata molimo santu alakisa monene na ye alakisaki ete ntango mama bibi akufaki asalaki emoragi na ntina ya kobota mama Christine Dangenda toyebi ndenge ezalaki papa Dangenda kuntima ntango ayaki na hopital ndenge mpe akotaki na kati ya mort ya kolamusa mama Christine mama bibi mpete oyo azalaki molongani na ye alamusaki ye na kati ya bakufi na mokanda ya Ezekiel elobi ete kokufa mpe kosekwa ndenge nauti koloba teme na biso kobota na mbala mibale yango kaka tozali koloba na mokola lelo na mokola lelo to laka ndayi ete tokozonga lisusu mabe oyo tosalaka te tolata na 1992 vrai tolataki sak tolobaki ete tata fuma mbanza kolo yesu mesia tosengaki bolimbisi ya bakoko na biso adam na eve tolobaki ete soki tozongili mabe na biso tokokufa mingi kati na biso ntango mwana tozalaki eti lelo toza kaka eske tozongela mabe oyo tobanda kosala te nyonso ezali kaka na molimo ndenge totalaki na mokanda ya exode na biso ya mokili bato ya mokili emonanaka soki moto asali yo mabe na bomoto okoloba moaitaki naka mosika na ndako nanga kuta atya so makolo te me si tomona biso ya mokili na mabe oyo nyonso tosalelaka tata nzambe aloba ete mwana na nga apartir na mokolo ya lelo obima na mokili na nga na mabe oyo osali nga jamai totikala komona te totikala komona yango te kolala kolamuka ezali azar te me nzambe a chaque fois apesaka biso chance mpe grâce elobi te ke bato oyo basili kotika nzoto oyo to mokili oyo bazali bato mabe to toleki bango me ezali kaka grâce ya nzambe moto esalaka kati na biso po ozali yo ndire tozali na kati ya bus mutu na mutu azali na are ya kokitela ndenge mumemi mutuka papa simokimba molimo centre azali komema mutuka na ye mutu na mutu akokitela na are oyo ndenge ye mumemi mutuka abongisi nzambe alingi biso biso moko tomiyebaka te me apartir ya mokolo ya lelo toyebaka nzambe alingi biso na kotanga mokanda ya nzambe avantiere
Navanda ki Nabanae Boyoka Nzemo Moko Ezoye Nanga, chaque fois Ezoye Nanga, Naki Kongo, Namituna, Kingapna Yoka Kongo Teme, Louise Noba Bokwan Zambamoui. Naïvite, Louise Ezakoya, Soki Moutasopin Yaga. Nzambi Amoui Ozali, Nzambi Amoui. Natuni Babot Nadapu, Natuni Babu. Nzemba Moto Yema Moto Bana Yema Mokala, mais Lingel Aksanin. Et l'ingé là, ça, et lobby, la bisou, bah, l'autre, y'a qu'à Congo, et lobby, nous avons mis à Zaïko Benga bisou. Azali, à quoi ça la bisou? Tout le monde a, tout ce que la naïe le mot. Azali, à quoi ça? Alla, ça bisou, crône. Y'a Bokonzi, pas ma télé, Azali Bokonzi, y'a Bokonzi. Y'a né Azali, les rois des rois. Nous avons mis à l'ingé bisou. Na kosenga na mama mute nzembo apesa biso nzembo ya Louise no babo kwa nzambe moyo. Toyoka mai oyo nzambe abomseli biso. Na ba oyo toyoka tena na toyoka tena kosenga na mungu na kombeka kolimbula mozindo ya nzembo oyo. Les rois, mokonzi ya mokili,
mokonzi ya nzoto pe milimo na biso mutu oyo andimaki kufa pe andimaki kosopa mai emakila pardon ponga na yo lelo tomona na bato ndenge totalaki na livre ya psaume tozalaki na biso bato te me nzambe asili kobikisa biso na kati ya libulu ya bakufi yango na mokanda ya baefesien nzambe bapesi biso conseil kitolata baarme ndenge tolobaka mpo togunda etumba oyo tozali na yango na mokili me etumba ngo tokobunda ngo ndenge nini na bonzoto te pamba te nzambe azalaka na posa nzoto te me tokobunda ngo na molimo epo tokolata molimo ata molimo sonto to molimo ya nzambe tokangama na mobeko pamba te ntango tobungaka ntango tosalaka masumu tokabwanaka na nzambe yango tomoni mpasi ndenge toli na mokili ezali pamba te tolingi kotosama yo nzambe na biso azali kotinda biso te pamba te tokangami kaka na bonzoto me na mokola lelo nzambe ayebisi biso nalingi bino nandimaki kufa mpe kosopa makila na ngai mpo bino lelo bokoma bato pamba te bozalaki na bino bato te ayebisi biso ete bana na ngai kembo na ngai ebelemi abengi biso ngai na yo kimongisi toya pene na ye alatisa biso trone bisengo na ye ekozala na ya bamvula na bamvula bisengo na ye ezanga suka na mokola lelo toyeba ete azala na likambo ya nzambe ezalaka te tolobi ya kala toloba mpe ya sika nyonso ekangami na mokanda ya nzambe biso bakimoyisi tozala fiere pamba te biso bajene tokotonga lingomba oyo mpo na kotala baseke oyo elekaki biso bato oyo tozalaki na bowumbu apa kutu papa simoki mbangu na banza sanda aloba ete bana na bakoko na biso aloba ete bana na bino bakokene na baboka bisika tokoloba balange na bango yango tozali koloba tokosangana mpe na ba oyo bazali misika yango tozali komona na mokola lelo tosanganaka na lingomba tata molimo sonto te nina maloba na ye pamba te ndenge tutangaka na proverbe 19:21 elobi ete yo moto mokili okosala ndenge makanisi na yo ezali me oyo akaka nzambe ebongisi nzambe yango ndenge kosalama tolandama ye oyo nzambe azali kosenga na biso tokanisa mpasi ya nzambe na ndango alataki nzoto mpe kino na mokola lelo banda 1887 kina mokola lelo le 4 août 2019 na bomoto ezali mpasi bamonisi papa simoki mbangu mpasi na bonzoto kino mokola lelo na mafinga kaka papa simoki mbangu kiangani azali na biso na mokola lelo mafinga nini ya mokili ya papa simoki mbangu afingami te kaka mpo ngai na yo tomona na esika oyo mpo ngai na yo tolata lelo vert blanc mpo ngai na yo toloba balange oyo bapaya tokanaki koloba te kaka na bolingo na ye yango na mokola lelo tozala reconnaissant to reconnaissante na biso nyonso toyeba ete tope tozala fiere ke nzambe alingi biso ke nzambe azali pre ya kosalela biso makambo ya minene soki tokabwani na mabeki ich werde ganz kurz zusammenfassen was ich heute in der predigt gesagt habe pro buch was wir gelesen haben wir haben angefangen den psalm davids 30 dieser psalm erzählt uns davon dass wir menschen nichts waren vor anderen. Gott hat uns befreit aus der Höhle oder aus dem Loch des Todes, damit wir heute da sind oder hier sind, in seinem Hause,
ist nicht unsere, unseretwegen, aber es ist, weil Gott uns liebt. Jeder einzelne von uns. Egal welche Nation, egal welche Hautfarbe, egal welcher ethnischer Rasse, Gott liebt uns. Viele, mit denen wir gestern und vorgestern waren, mit denen wir zusammen waren, sind heute nicht mehr. Sie sind verstorben. Aber es heißt nicht, dass wir bessere Menschen sind. Im Gegenteil, es heißt, dass ihre Zeit gekommen ist und wir noch die Chance haben, heute hier zu sein, zu atmen und zu bewegen. Deshalb sollten wir dankbar sein für alles, was wir tun. Wir feiern heute drei Feste insgesamt in unserer Kirche. Wir wissen, der heilige Sabbat, Gott hat uns 7 Tage gegeben. 6 Tage sollen wir handeln, wie wir wollen. Den 7. Tage sollen wir Gott ehren, loben und preisen und zu ihm beten. Das alles, was uns bedrückt, dass wir ihm geben sollen. Wir feiern heute auch den 29. Juli, der am Montag gefallen war, 1958. Wir wissen, dass der dritte Sohn von Basimo Kimbaums nach Vereinbarung mit seinem Vater sein Blut vergossen hatte. In Lugulu. Wir wissen, wie es war. Er war verstorben und wurde durch Babasimo Kimbaungo wieder zum Leben erweckt. Deswegen ist das Thema unserer heutigen Predigt gewesen, ein zweites Mal geboren werden, damit wir wissen, wie wir Gott richtig handeln können, für ihn arbeiten können, damit wir durch diese Arbeit in sein Reich kommen können. Und als drittes Fest am heutigen Tage haben wir den 4. August, der 1951 der Tag, jener Tag war, an dem Babasimo Kimbaungo, Baba die Agenda, nachdem sie vereinbart hatten, 1951, ein Tal voller junger Menschen zeigte. Jener junger Menschen, wie Babasimo Kimbaungo gesagt hatte, wir hier sind, die Arbeit in seiner Kirche, in der Kirche des Herrn verrichten werden, das sind wir heute. Deswegen sollten wir stolz sein, vor dem Herrn heute zu treten und zu sagen, Herr, ich weiß, dass du mich liebst. In den Geboten haben wir gesagt, dass, wie es in der Heiligen Schrift des Herrn gesagt wurde, als man Jesus gefragt hat, Herr, welches ist das wichtigste Gebot? Jesus Christus antwortete, alle Gebote sind wichtig, aber das Wichtigste ist, dass man den Herrn lieben soll, wie kein anderer. Dass es nur einen einzigen Herrn gibt und dass man seinen Nächsten lieben soll, wie man sich selbst liebt. Es ist die Liebe, die uns heute hier zusammentreffen lassen. Weil wenn Gott uns nicht geliebt hätte, wären wir nicht hier. Wenn Gott uns nicht geliebt hätte, dann wäre auch sein Sohn Jesus Christus nicht gestorben. Wenn Gott uns nicht geliebt hätte, dann wäre er nicht als Babasimo Kimbaungo gekommen und hätte auch nicht dieses Leid durchlebt, 30 Jahre unschuldig im Gefängnis zu sein, wie er es war. Und weil Gott uns, wenn Gott uns nicht geliebt hätte, wäre diese Kirche nicht hier in diesem Ort. Wir wissen, dass der Ursprung darin im Kongo liegt. Doch Gott liebt uns. In den Büchern oder dem Brief von Apostel Paulus an die Philipper 4,9 haben wir gelesen, dass wir uns festhalten sollten an das, was uns der Herr gerichtet hat, gelehrt hat, was wir von ihm gehört haben und gesehen haben. Genau das sollten wir befolgen. All das, was Babasimo Kimbaungo, seine drei Söhne und auch Babasimo Kimbaungo Kerai, die heute zu uns sagen, wie sie leben, demnach sollten wir uns auch richten. Wir sollen uns an das Wort Gottes festhalten. Deswegen haben wir das Lied gerade gehört. Dass Gott sagt, dass er bereit ist, uns zu segnen. Er ist dazu bereit, uns seine Krone aufzusetzen. Denn er ist der König aller Könige. Aber nur, wenn wir uns von dem Schlechten trennen, von der Sünde trennen. Denn es ist die Sünde, die diese Welt zu der Welt macht, die sie ist. Zu einer schrecklichen Welt. In der manche von uns nicht mehr ihre Kinder auferziehen wollen, weil es so viel Leid überall gibt, so viel Hass und so viel Negatives. Aber Gott liebt uns, das sollten wir nicht vergessen. Gott gibt uns jeden Tag die Chance aufzustehen und ein besserer Mensch zu sein. Das sollten wir nicht vergessen. In dem Epheser 6,11 haben wir gehört, dass wir nur diese Welt bestehen können, auf dieses Leben bestehen können als Sieger und in Gottes Reich treten können, wenn wir uns Waffen anziehen. Diese Waffe wird keine Waffe sein, damit man jemanden töten kann. Denn wir wissen, das ist genau das, was der Herr uns untersagt, aber es ist die Waffe,
des Glaubens, die Waffe des Gebetes, alles, was uns in unserem Leben entgegenkommt, dass wir lernen, damit umzugehen. In dieser Kirche wird uns gesagt, dass wir mit allem, was uns auf uns zukommt, sei es gut oder schlecht, wir sollen dem mit Gebeten entgegenkommen. Das ist der Herr für uns heute verlangt. Na banzi mi kandawe wa nzame tusi kotanga ezalaki clair. Esengo na ba oyo ba koluka ka nzambe na circonstance nyonso ya vie. Toluka bokonza nzambe nyonso ekoyela biso. Tosisi boye na komba tata mwana pe molimo songo. Amen. Amen. Wir bitten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, in dein Wille geschehen, wie im Himmel und so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben uns Schuld haben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Basuki ata pasi ezali koyela biso na biso bobele na bino bamwala bamwala Oh.
Batatape wa mama, bino bozali bana ya ndako.
Boyebi mibeko ya lingomba na biso. Biso, bino bozali bapayate. Lingomba mobimba esepeli mpo na bozongi na bisika na bino oyo botikaka. Topesa bango mote toto ya mbabango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana Molimo Santo. Thank you.
kaka na programa na bisu na sinu na mama de